Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dschihad in Europa, so lautet die Überschrift des Artikels des IS-Magazins Al-Naba. Darin hieß es unmittelbar nach Solingen, der sich als Glaubenskämpfer verstehende Mujahid solle ein Mann des Hammers sein, der seine Opfer vernichtet und ihre Schädel zerschmettert, ohne Spuren zu hinterlassen. Weiter, so könne der IS immer wieder solche Operationen wiederholen, bis er von ihrem Blut gesättigt ist. Das Titelbild des Artikels zeigt einen nachdenklichen und zugleich fragilen Innenminister Herbert Reul und ein Foto jenes Lastwagens, mit dem Anis Amri in den Breitscheidplatz raste. Der logische Menschenverstand sagt einem, kein Jugendlicher dieser Welt kann diese Inhalte befürworten. Erst recht keiner, der hier aufgewachsen ist, der deutsche Schulen besucht hat, der in dieser Gesellschaft partizipieren konnte und durfte. Und doch genau darin zeigt sich die Kapitulation des deutschen Staates. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen führte kürzlich eine Dunkelfeldstudie zur Jugendkriminalität durch. Hierbei wurden auch rund 300 muslimische Jugendliche der Klasse 9 befragt. 67,8% unterstrichen den Satz, die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. 45,8% glaubt, dass ein islamischer Gottesstaat die beste Staatsform sei. 35,3% zeigten Verständnis für Gewalt gegen Menschen, die Allah oder den Propheten Mohammed beleidigen. Wo die deutsche Politik muslimischen Jugendlichen lieber mit einer Dragqueen das Buchstabieren von Wörtern wie Toleranz versucht beizubringen, setzt heute der IS gezielt in Europa an. Perfide setzt der IS in Europa zunehmend auf die Ansprache von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Häufig treten nämlich eben mit Einsätzen der Pubertät Schwierigkeiten bei der gesellschaftlichen Integration offen zutage. Diese Jugendlichen befinden sich aufgrund ihrer kulturellen Prägung und die großen Konfliktpunkte dieser zwei Identitäten, die sie eben in sich tragen, in einer Krise. In der Phase dieser Identitätskrise geraten diese Jugendlichen oft an die falschen Vorbilder. So ist es kein Zufall, dass es auch bei der jüngsten Anschlagsplanung in Wien einen Mitwisser in diesem Alter gab oder eben auch in Solingen. Der IS hat nämlich längst verstanden, dass muslimische Jugendliche aufgrund ihres Glaubens eine sehr dankbare Gruppe sind für ihren propagandistischen IS-Schwachsinn. Und dennoch müssen wir wachsam bleiben. Längst sind diese bärtigen Männer nicht mehr nur allein die Zielgruppe. Frauen tauchen immer öfter als Influencerinnen vor der Kamera auf. Früher waren es eher die Männer, die Frauen angeworben haben. Da hieß es noch, Frauen zeigen sich nicht vor der Kamera. Das ändert sich jetzt. Die frommen muslimischen Frauen agieren jetzt mehr in der Öffentlichkeit. Mit Gesicht und mit Namen. Und wenn dann noch Konvertitinnen nun ihre Geschichte erzählen, dann hat das wahnsinnig viel Erfolg. Das ist eigentlich praktisch dieser sogenannte Dschihad-Jackpot. Eine der erfolgreichsten Kampagnen, die der Islamische Staat je hatte, zeigte junge Dschihadisten und zwar in einer sehr zarten Pose. Sie hatten alle Kätzchen auf dem Arm, die an den Waffen herumschnupperten. So wurde das Bild des zart beseiteten Dschihadisten gezeichnet, der für seinen Glauben kämpft, aber ein feinfühliges Herz hat. Daraufhin sind nachweislich Frauen reihenweise zum Dschihadismus konvertiert. Aus Followern wurden Fighter. Anders als in der europäischen Gesellschaft lautet die immer wiederkehrende Botschaft, du wirst im Islam als fromme Muslimin immer sehr, sehr gut behandelt. Insbesondere, wenn du Mutter bist. Das Paradies liegt unter den Füßen der Mutter. Das geht auf Mohammed zurück. Bei den IS-Angehörigen, die heute in den kurdischen Gefangenenlagern sind, handelt es sich größtenteils um Frauen. Sie machen ohne ihre Männer weiter und errichten ein Regime des Terrors, in dem jede und auch jeder umgebracht wird, der sich nicht an die Regeln hält. Und sie indoktrinieren sehr erfolgreich ihre Kinder. Es ist somit eine Frage der Zeit, bis der weibliche Dschihad auch in Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen zuschlägt. Ein vermeintlich ferner Krieg, an dem Deutschland sowohl als Waffenlieferant Israels als auch
mit humanitärer Hilfe beteiligt ist. Das tatsächliche und propagandistische aufgepimpte Leid muslimischer Zivilisten im Gaza dient dann dem IS als Ansatzpunkt für die Rekrutierung von paramilitärischen Terrorkämpfern. Der einzige Erfolg gegen diesen oder gegen dieses Terror-Franchise-System kann nur mit einer erfolgreichen Infiltrierung des digitalen Sympathisantennetzwerks in Nordrhein-Westfalen gelingen. Und, das ist eigentlich meine Hauptintention für den zweiten Teil dieser Aktuellen Stunde, bitte, Herr Innenminister Reul, kümmern Sie sich endlich auch um das weibliche Gesicht des Dschihad in Europa. Vielen Dank.